Gibt es anscheinend nichts mehr Interessantes. Das wird auch nichts mehr bringen, hier drauf zu treten. Ja gut, dann. Was ist das hier? Aktivieren wir das einfach mal. Electrical Engineering Interface. Was genau? Ach. Das ist ja cool. Ist ja fast ein bisschen Multitasking hier. Das ist ja echt mal genial. Ist das geil. Ich glaube, im Kub ist es auch ziemlich lustig. Fahren wir halt mal nach oben und gucken so, was da auf uns zukommt. Wie viel Munition haben wir denn? Oh, nicht viel, ne? Aber hey. Blut. Hallo Blut. Ein Hirschkopf. Was ist hier los? Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Ein Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark! Zu Crew hinzustoßen. Ich würde gern ein bisschen. Die Energiezufuhr der Ronok ist wiederhergestellt. Spreche ich den Namen richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Ist wiederhergestellt und Ellie ist in Sicherheit. Es wird Zeit, unseren nächsten Schritt zu planen. Ja, habt ihr wieder einen Dummen gefunden, ne? Der es macht. Textlog. Und wieder was zum Lesen. Gucken wir mal. Abschalten, sagt er. Abschalten in meinem Kopf. Er spricht zu mir, sagt mir Dinge, die nur ich hören kann. Nur ich abschalten, abschalten, abschalten. Und es wird weggehen. Es wird alles aufhören. Das ist ziemlich krank. Und der war wohl ein bisschen so Fan von alten Schiffen und so. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl ein Scherz sein. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen.
Sie müssen den Verstand verloren. General, weggetreten. General, weggetreten. So sieht's nämlich mal aus, General. Halt. Da liegt noch was. Earthgaff-Artefakt. Cool. Artefakt ansehen. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde, wenn er mich wieder sieht. Er hat viel durchgemacht. Einen großen Teil davon habe ich gemeinsam mit ihm durchstanden. Als ich ging, wusste ich, dass ihn das alles belastete. Aber er tat nur, was er immer tat. Er verdrängte es, verschloss in seinem Inneren. Ich fragte ihn, wann er sich seinen Dämonen stellen würde, und er antwortete, dass manche Dinge lieber im Verborgenen bleiben sollten, dass es nicht gut sei, die Vergangenheit zeitlich zu zehren. Es kommt mir wie Ironie vor, nee, Ironie des Schicksals vor, dass wir uns nun in dieser 200 Jahre alten Flottille wiedersehen und genau das machen. Ah, dieses Licht sieht cool aus. Das gefällt mir wirklich. Na gut, dann. Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Bing! Und wieder ist die Musik da. Jetzt nicht mehr. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten für uns alle. General, danke für Ihre Zeit. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, wahrscheinlich sind wir genau auf diesem Planeten. Bald. Eine wichtige Eigenschaft in What? What? Was war? Was sind das für Viecher, bitte? Aber die sind schön bunt, ey. Dürfte ich jetzt bitte mal in Ruhe nachladen? Danke. Noch irgendjemand? Nein. Noch. Hab ich das jetzt aufgenommen? Ja. Habe ich gerade... Ist das... Kann ich Zombie-Teile mitnehmen? Tatsächlich. Tanz für mich. Ist das geil.
Eigentlich laufen wir hier nur den Weg zurück, wo wir gekommen sind. Kann das sein? Ich glaube eigentlich fast schon. Nicht ganz. Fortschritt wird gespeichert. Also gut, Leute, dann werde ich hier mal den Aufnahmestopp machen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.